Manchmal wacht man auf und hat den Kopf so voller Sorgen, dass man meint, man wird den Tag nicht überstehen. Papa spricht nicht mehr mit mir, seit ich ihm gesagt habe, dass ich bei den Moodboards bleibe. Ich muss ihm beweisen, dass die Musik keine Zeitverschwendung ist. Das wird heute nicht leicht. Wie soll ich die große Modenschau und das Finale des Contests vorbereiten? Klar, Leo vermasselt die erste Prüfung und wird trotzdem zugelassen. Was steht da? Wer zur Abschlussprüfung zugelassen ist. Wir sind alle dabei. Ja, wir alle, außer ihr. Bianca, du bist leider nicht auf der Liste. Weil du die dritte Prüfung verbockt hast. Das weiß ich selber, aber danke für die Erinnerung. Das heißt, ich habe dann viel mehr Zeit für das Video. Welches Video denn? Die Regeln für das Musikcontest-Finale sind raus. Oh. Wir müssen ein Video drehen und es ins Netz stellen. Und das in nur 2 Tagen. Übermorgen? Na wunderbar. Wie sollen wir denn gleichzeitig das Video drehen und die Show vorbereiten? Das ist ja genau das Problem. Das ist doch nur eine Modenschau. Das wird ein Kinderspiel. Hast du einen Clown gefrühstückt? Ih, wie eklig. Uah. Da kommen alle Größen aus der Branche. Wir müssen denen beweisen, dass wir Talent haben. Hey, ganz ruhig, Maggie. Wir sind im ersten Jahr, da zählt das noch nicht. Es ist nur eine Modenschau. Nichts weiter. Natürlich ist das nicht einfach nur eine Modenschau. Ach nein. Im allerersten Jahr müsst ihr euch nämlich ganz besonders anstrengen. Na toll. Frau Professorin, wir hätten da schon ein paar Ideen. Soll das ein Witz sein? Hinsetzen! Die Schule hat die Königin unter allen Licht- und Tonsteuergeräten angeschafft. Da läuft alles komplett digital. Ihr kleinen Designer im Embryonalzustand werdet ihr nie gerecht werden. Aber versuchen müsst ihr es. Wir wollen es nicht nur versuchen. Wir wollen es allen zeigen. Wenn Sie uns vielleicht ein kleines bisschen dabei helfen könnten. Na klar, dafür bin ich ja hier. Ah, Professorin Tucker, es gibt tolle Neuigkeiten. Ich warte auf Sie in der Bar, um es Ihnen zu erzählen, aber sind Sie vielleicht zu beschäftigt? Zu beschäftigt? Nein. Unsere Schüler müssen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Das kann ich zum Glück schon. Ich auch. Also gut, dann erwarte ich Sie da. Aber Prof. Denkt einfach daran, es ist nicht nur eine Modenschau. Es ist eure Visitenkarte, die ihr in der Welt der Mode abgebt. Ihr müsst überraschen und damit das gelingt, heißt das Schlagwort Originalität. Originalität. Taucht einfach ein in den Mut, macht ihn euch zu eigen und wenn ihr auftaucht, tragt ihn in euch und schenkt ihn dem Publikum. Verstanden? Alles klar, oder? Verstanden, danke. Und denkt daran, Originalität. Hast du es echt verstanden? Nicht ein einziges Wort. Okay, dann haben wir offiziell ein Problem. Das schafft ihr niemals. Konzentriert euch lieber gleich auf das Video. Das sagst du nur, weil du bei der Modenschau nicht dabei bist. Mädels, jetzt beruhigt euch doch mal. Wir müssen Prioritäten setzen, Leute. Modenschau oder Musikcontest? Das ist das Dilemma. Wie soll man zwischen 2 gleich großen Leidenschaften richtig entscheiden können? Hashtag die richtige Entscheidung. Für das nächste Schuljahr können wir mit einem üppigen Extrabudget planen. Die Frage ist, wofür wir es verwenden. Gut, dann können wir ja ein paar neue Fotoapparate für die Schule kaufen. Oder diese wahnsinnig wertvollen Stoffe aus Indien importieren. Deshalb habe ich gleich an Sie gedacht. Oh, völlig zu Recht. Wenn Sie an mich denken, liegen Sie nie falsch. Jetzt müssen Sie sich nur noch untereinander einig werden. Und dann entscheiden Sie gemeinsam, wofür wir diese Finanzmittel am besten verwenden. Denn sicherlich werden Sie gemeinsam die beste Lösung dafür finden, nicht wahr? Selbstverständlich. Wenn es respektvoll abläuft. Sehr gut. Dann klären Sie das unter sich und sagen mir Bescheid. Und mich fragen Sie nicht? Haben Sie etwa auch eine Idee? Ja, aber natürlich. Eine gewaltige Statue aus Gold für den Eingangsbereich der Bar. Für den großen Black Hole. Gut. Sehr gut, Max. Überlegen Sie sich was Besseres, was deutlich Besseres, denn die Idee ist furchtbar. Ich meine nicht Sie persönlich, Max, sondern Ihre Idee. Im Regelwerk steht geschrieben, dass... Auf Wiedersehen. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser Harmonie zwischen Ihnen beiden. Weg mit diesem ekligen Ding, und zwar auf der Stelle. Ja.
Glück sind wir beide ja vernünftig und objektiv. Na klar. Und deshalb wissen wir auch beide, dass das Geld mir zusteht. Hm. Sie unterrichten ja schließlich auch lediglich ein Nebenfach. Was sagen Sie da? Was überlegt ihr da lange, hä? Es ist ja wohl klar, dass die Modenschau Vorrang hat vor eurer lächerlichen Band. Das ist eine Modeschule. Wir haben noch Millionen von Modenschauen. Aber diese Videosache ist einmalig. Beruhigt euch. Wärst du bei der Modenschau dabei, würdest du anders reden. Da hat sie recht. Wie bitte? Danke. Nausicaa hat recht. Die Modenschau ist für dich doch überhaupt keine Option. Quinn, ich werde mit dir mal ein ernstes Wörtchen reden. Also steht die Entscheidung. Inwiefern? Dass wir ohne Bianca entscheiden. Und dass die Mehrheit von uns für die Modenschau ist. Wer sagt das? Naja, ich, Yuki, Leo, Edo. Edo, du bist Model mit Leib und Seele. Du kannst nicht gegen die Modenschau sein. Ja, nur ich. Ich meine wir, die Band. Dieses gewisse Feeling. Sehr cool, Edo. Lass dich im Arm. Nein, lieber nicht. Maggie, dann sag du es. Wie bitte? Deine Stimme entscheidet. Wenn du für das Video bist, dann proben wir fürs Finale. Wenn du für die Modenschau bist, dann hat die Vorrang. Entscheide dich. Ich wäre jetzt nicht gern an deiner Stelle. Ich auch nicht. Allein wegen der Schuhe. Also, Maggie, Modenschau oder Video? Modenschau oder Video? Modenschau oder Video? Entschuldigt. Es ist äußerst nett von Ihnen, dass Sie mir beim Tragen der Ordner helfen, Professor Ferrari. Aber das ist doch ein Klacks. Ja, jetzt untertreiben Sie aber. Ich helfe Ihnen doch gerne. Außerdem kann ich so kurz mit Ihnen reden. Sicher. Ich habe viele Ideen fürs nächste Jahr. Sehr gut, dann legen Sie mal los. Naja, mit der richtigen Ausstattung könnte ich kleine Fotografie-Genies ausbilden. Man müsste was investieren, aber mit dem Extra-Budget... Ja, das Extra-Budget. Ah, so ist das. Das Engelsgesicht kämpft mit unfairen Mitteln. Na gut, na gut. Maggie. Warst du bei den Laufsteckrüben? Steckrüben? Hast du Hunger? Maggie, auch wenn du anders bist, wach auf! Laufsteckrüben nenne ich die, die für die Modenschau sind. Ah. Ach, du hältst doch nicht zu denen. Ich? Maggie, vergiss nicht, dass du mich zum Singen gebracht hast. Aber die Modenschau ist eine Prüfung. Das Finale gegen die Enemies ist auch kein Spaziergang. Quinn kümmert sich um das Storyboard und Jacques und Edo um die Choreografie. Jacques, wäre doch cool, wenn ich mir zwischendurch die Haare mache. Sieh mal. Cool, oder? Kannst du die Sticks nicht beiseite legen, während du Schlagzeug spielst? Ja. So ein Video kann man nicht improvisieren. Ohne dich schaffen wir das einfach nicht. Sieh mal. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich muss es schaffen, dich von der Musik wegzubringen. Oh, Gozy. Mein Papa ist super sauer, weil ich singen will. Und weil ich durchgefallen bin. Ich will ihm zeigen, dass ich keine Versagerin bin, aber ohne dich schaffe ich das nicht. Oh, Bianca. Das heißt, ich gehe dir an den Hals, wenn du mich hängen lässt. Also entscheide dich richtig. Wie entscheidet man richtig, wenn es kein Falsch gibt? Ihr. Das finde ich nicht sehr originell. Wenn du das hier wegnimmst und hier mit etwas Tüll, dann sieht es aus wie ein Huhn. Ja, aber das ist originell. Du! Hey! Du warst bei den Filmfuzzis. Ich? Tu jetzt bitte nicht so unschuldig, okay? Du weißt schon, was hier abgeht. Ihr bereitet die Modenschau vor, oder? Nein, nein. Ich alleine bereite die Modenschau vor. Leo schaut dabei zu und Yuki versucht, aus meinem Kleid ein Huhn zu machen. Ein Huhn auf dem Laufsteg ist doch originell. Schluss jetzt! Dir ist schon klar, dass das deine Schuld ist, oder? Wir haben weder Kleider, noch haben wir ein Thema. Das wird eher ein Blutbad als eine Prüfung. Ich finde die Idee mit den Hühnern gut. Halt deine Klappe! Und du bist schuld daran. Tu das Richtige, Maggie! Oh.
Sie und Ferrari sind heute aber besonders nett zu mir. Das ist doch nichts Besonderes. Sie sind ja immerhin auch unser Lieblingsdirektor. Ach, wirklich? Natürlich. Ach. Ein Mann mit Ihrem Charisma und Ihrer Kompetenz, solcher Professionalität und so viel... So viel? So viel. So viel was? So viel. Charisma? Das hatte ich schon. Das hatte sie schon. Hatte sie schon. Keine Ahnung. Seine Nase. Wieso jetzt seine Nase? Also nicht die Nase. Dann sein Haarschnitt. Nein, seine Haare natürlich auch nicht. Sein Profil. Das ist ja eigentlich das Gleiche wie seine Nase. Sein Teint. Sein Teint ist das auch nicht. Charme. Charme, das ist es. Ja. Oh. Charme. Oh. Na? Mit so viel Charme. Sie schmeicheln mir. Und jetzt? Ja. Kommen wir mal zur Frage des Extra-Budgets. Ihnen ist doch klar, dass die Mode sehr hohe Kosten verursacht, oder? Du kannst dich nicht zwischen zwei Dingen entscheiden, wenn dir beide gleich gut gefallen. Und deshalb mache ich es auch nicht. Hashtag unentschieden. Wir haben festgestellt, dass wir es alleine nicht schaffen. Wenn wir weiterhin getrennt arbeiten, gehen wir unter. Wohin gehen wir? Die Modenschau ist doch hier. Um eine Entscheidung zu treffen, stimmen wir ab. Abstimmen? Mhm. Vergiss sie. Komm zu mir. Nein, komm zu mir. Zu mir. Zu mir. Komm zu mir. Nein, zu mir. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Nein, zu mir. Zu mir. Zu mir. Ich stimme nicht ab. Was soll das denn heißen? Ich kann mich nicht entscheiden. Und genau deswegen mache ich das, was die Mehrheit will. Das ergibt keinen Sinn. Ohne Bianca steht das 3 gegen 3. Lasst uns trotzdem abstimmen, oder? Was hast du denn vor? Nichts. Was soll ich denn vorhaben? Okay, dann lasst uns abstimmen. V für Video, L für Laufsteg. Hab ich irgendwas verpasst? Keine Sorge, Edu stimmt für uns. Ich habe ihm gesagt, dass er sonst Yukis Herz brechen würde. Was hat sie hier verloren? Wir brauchen noch einen unabhängigen Richter. Oh. Könntest du dann wenigstens die Stimmen auszählen? L. V. L. V. Und V. 3-3. Du Betrüger, du wolltest für uns stimmen, wegen Yuki. Hab ich doch getan. Ach ja, und wieso steht es 3-3? Ich fasse es nicht. Edu sieht beim Schlagzeugspielen so süß aus. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt? Wir stecken schon wieder fest. Danke, Miss Maggie, ich kann mich nicht entscheiden. Mein Lieber. Wie geht es denn? Gut, danke. Waren Sie einkaufen? Nein, ja, doch. Ich wusste gar nicht, dass Sie so etwas mögen. Das ist für den Direktor. Rauche ich im Geschmack? 80 Jahre alt. Oh, aber der... Vorsicht, diese Flasche ist sehr edel. Sie hat mich an Vermögen gekostet. Das glaube ich. Dann will ich Sie jetzt nicht länger aufhalten. Bis später. Bis später. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du wolltest es so. Wenn es hart auf hart kommt, überrollt dich Taka wie eine Dampfwalze. Hier, ich habe ein paar Ideen für das Video. Und hier sind ein paar Skizzen für die Modenschau. Gib her. Das geht nicht. Ah. Das ist viel zu aufwendig. Quinn will was Simples, was trotzdem wirkt. Aber das konntest du ja leider nicht wissen. Tut mir leid. Weißt du tust zu überlegen, aber wenn es schwierig wird, gibst du auf. Und deinetwegen stehen wir jetzt bei beiden Veranstaltungen dumm da. Ich habe mich auf dich verlassen. Und jetzt? Verschwenden wir die Zeit nicht mit sinnlosen Diskussionen. Ich checke nochmal die Kamera. Leute, das ist nicht witzig. Wo ist bitte schön meine Kamera? Wir wissen wirklich nichts von eurer Videokamera. Wo sind meine Filzstifte? Oh, wir wissen
wissen wirklich nichts von deinen Stiften. Sabotieren ist nicht nett. Ihr seid unfair. Ich will meine Filzstifte. Und ich meine Videokamera. Wir haben den Tiefpunkt erreicht. So, und jetzt schauen wir mal, wie ihm das Zeug schmeckt, wenn ich es mit etwas Essig verfeinere. Ich komme gleich, ich muss nur schnell was nachsehen. Was tun Sie da? Ich? Nichts. Was verstecken Sie da? Nichts. Ah, gehen wir jetzt zur Sabotage über. Wovon reden Sie da? Geben Sie mir sofort die Flasche. Welche Flasche? Ich sagte, geben Sie mir die Flasche. Nein, niemals. Oh, das Steuergerät. Was ist denn mit Ihnen los? Naja, also eine super Modenschau zum Jahresende ist cozy. Und das Video wäre eigentlich super cozy. Aber nein, stattdessen wird es der reinste Albtraum. Und jetzt hassen mich alle. Das erinnert mich an meine Lebensgeschichte. Inwiefern? Du siehst mich hier einfach so stehen, schön, charmant und erfolgreich. Du glaubst vielleicht, mein Leben war immer so. Aber in Wahrheit... Das Extrabudget ist im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgegangen. Ja. Was für eine Schande. Jetzt wird dafür das Steuergerät ersetzt. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Der Strom? Nein. Dass wir beide davon hätten profitieren können, hätten wir uns verbündet. Das ist bei uns gar nicht so anders. Wir hätten auch noch unsere Frisur. Und was ist mit meiner Lebensgeschichte? Schreib sie auf. Ja, genau. Eine hervorragende Idee. Würdet ihr sie lesen? Niemals. Nausikaa, sieh mal, was gleich zu Bruch geht. Ich habe deine blöde Videokamera nicht. Jetzt sagst du auf einmal nicht mehr, beruhigt euch. Bianca, für wen bist du eigentlich? Wenn ihr euch weiter aufregt, rege ich mich auch auf. Seht ihr nicht, dass ihr Yuki aufregt? Das fehlt noch. Wenn sich Yuki aufregt, kriege ich Angst. Das ist nur ihre Schuld. Ja. Wartet mal, hört zu. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, und ciao. Hören wir sie doch erst mal an. Ich träume von einer Welt, in der Laufsteckrüben und Filmfuzzis zusammenleben. In Harmonie. Mit Popcorn? Wieso jetzt Popcorn? Weil Popcorn einfach besser zum Film passt als Steckrüben. Sie hat recht. Also mit Popcorn. Was ich sagen will, ist, dass Mode und Musik zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir können Modenschau und Video in einem machen. Und wie? Indem wir das Video zum Thema der Modenschau machen. Ah. Und im Video einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Schöne Idee. So machen wir das eine... und das andere gleichzeitig. Die Modenschau wird super originell. Sie ist ein Videodreh. Und das Video wird toll, weil es uns bei der Arbeit an der Modenschau zeigt. Genial. Also ist der Streit vorbei? Ich denke ja. Okay, Leute, wir sind wieder am Rennen. Am Ende ist auch das Nichtentscheiden eine Wahl, aber die falsche. Denn es bedeutet aufzugeben. Ich mache das Richtige. Hashtag Musik und Mode. Hashtag Mode und Musik. Ja. Sieh mal, was ich hier habe. Guck mal, und ich habe die hier gefunden. Maggie, wir haben deine Idee weiterentwickelt. Was denkst du? Sollte hinhauen. Hör mal, es tut mir leid wegen vorhin. Das, was ich gesagt habe. Es stimmt nicht, dass du aufgibst. Im Gegenteil.
Ich bin es, der dauernd aufgibt. Vielleicht sind wir wirklich zu verschieden. Aber gute Freunde sind wir, oder? Ja, klar. Freunde? Freunde. Ich glaub's nicht. Wir haben uns gerade wieder angefreundet. Wahnsinn, Maggie. Wenn wir es schaffen, dann nur wegen dir. Heftig, dass ich das mal sage, aber Quinn hat recht. Findest du es heftig, dass Quinn recht hat oder dass du mir ein Kompliment machst? Gleichermaßen. Ich glaube, ich werde weich. Ich mag deine weiche Seite. Keine Ahnung, es ist ein schönes Gefühl. Endlich merke ich, dass ich was gut kann. Unser Video muss das Beste werden. Das wird es. Ganz sicher. Es wird genial. Leute, ich habe noch eine andere Idee. Machen wir Popcorn? Okay, wir haben viele Ideen. Aber um so richtig mutig zu sein, brauchen wir die Musik. Ciao.